Wir sind heute hier mit einem Team der Stadtwerke Karlsruhe, mit unseren Energietrainerinnen und Trainern, wollen den Kindern, den Schülerinnen, den Schülern spielerisch das Thema Energiesparen nahebringen, erklären, warum ist es wichtig, was habt ihr für Möglichkeiten zu Hause zu sparen, was habt ihr für Möglichkeiten im Alltag zu sparen. Für uns sind die Schüler in einer gewissen Weise Multiplikatoren zu Hause im Elternhaus. Da haben sie eine große Macht, die sie ausüben können und die Familienmitglieder zu Hause zu begeistern für so ein für uns wichtiges Thema. Wir veranstalten ein digitales Quiz über eine App mit vier Antwortmöglichkeiten. Das wird von den Schülern auch gut aufgenommen. Und der Hintergrund ist einfach der, dass sie sich durch die vorgegebenen Antworten einfach mehr mit dem Thema auseinandersetzen. Ich finde es wichtig, dass man Schüler schon recht früh sensibilisiert und gerade im Hinblick auf das Energiemobil ist es wichtig, auch mal Externe es berichten zu lassen und nicht nur immer die Lehrerseite zu hören, weil wenn es von mehreren Seiten ist, umso besser ist es eigentlich. Ich fand es cool, vor allem sehr informativ und ich fand es auch gut mit den Spielen, dass man nochmal die Information so verinnerlichen konnte. Eine Sache, die ich heute ändern würde, ist besser zu achten, wie ich Energie sparen kann und was ich halt für mein Zuhause und meinen Mitmenschen machen kann. Wir haben nur eine Erde und wir sollten alle ressourcensparend leben, damit die anderen Generationen genauso leben können wie wir.